Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox, die nicht funktioniert. Keine Ahnung, was damit ist. Und zwar ist das eine Ezetil-Kühlbox, eine EZC45. Wir haben die Boxen mal vertrieben. Wegen dem hat es hier einen Servicestellenkleber drauf, wenn ihr das so aus der Nähe seht. Und da war noch Geschichte dran, ob wir den Vertrieb nehmen über die Schweiz. Okay, haben wir gemacht. Wir haben dann die Boxen getestet, dass sie kamen. Haben diesen Servicekleber drauf gemacht. Und hier vorne ein Wemo-Kleber drauf. Aber das Tippenschild war immer noch Ezetil. Und dann haben wir vom Herrn Zorn, Manfred Zorn von Ezetil. Ezetil ist übrigens nicht mehr da, ist Insolvenz. Haben wir ein Anwaltsschreiben bekommen, dass wir die umlabeln und als nicht unsere Produkte verkaufen. Ihr seht, es ist immer noch Ezetil drauf. Ja, wir haben oben das Anzeigeanteil. Der Kunde sagt, das Teil geht nicht mehr. Was mache ich? Ich mache mal 230 Volt, stecke das Teil mal ein, mehr habe ich nicht in der Werkstatt und das Ding geht nicht, funktioniert nicht. Ich habe es hier eingesteckt, keine Anzeige, blind, tot. Ich habe ein 12 Volt Kabel, das ist ein bisschen lang, aber reicht für hier, einstecken. 220 Volt ausstecken, tot. Also die Kühlbox geht nicht. Wir schauen uns das jetzt mal im Detail an. Die Kühlbox, ich war vorher so frech und habe schon mal die Schrauben aufgemacht. Wir sehen hier, das ist die Box von unten. Mal schauen, dass ihr das auch ein bisschen mit sieht. Jetzt seht ihr wieder nichts mehr. Also, elektrisch hier. Der Kunde hat schon mal repariert. Das heißt, wenn ich jetzt hier reingehe und diese Anschlüsse anschaue, hier ist alles dran. Das gab es teilweise, dass diese Anschlüsse hier bei diesen Steckern nicht dran waren. Aber dann ist in der Regel das Problem, dass da nur einer nicht funktioniert und nicht beide. Ja, hier ist ein Colco-Kompressor drin. Das ist ein chinesischer Nachbau. Zuerst kamen die Boxen mit dem Danfoss-Seckop-Kompressor, war okay, und nachher kam dieser Colco, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Problem ist, dieser Colco-Kompressor hat dann eigentlich relativ schnell mal wieder den Geist aufgegeben. Was ich jetzt an der Box kontrollieren kann, also das Anzeige geht nicht, ob ich hier, ich schraube das mal raus, da ist eine Strebe drin. Hier habe ich Plus und Minus. Ich kann die hier entweder abzwicken oder ich kann sie hier rausziehen. Die Anschlussbelegung ist hier genau gleich wie beim Danfoss-Kompressor. Und jetzt brauche ich kurz eine Klemme. Ich habe hier zwei Anschlusskabel. Und dann stecke ich hier ein Minus und das Plus. Habe hier meine Zuleitung. Das Minus hänge ich hier auf meine Zuleitung.
Und das Plus logischerweise auch. Und jetzt kann ich mit einer Drahtbrücke zwischen dem untersten und dem drittuntersten eine Brücke machen. Und so müsste an sich der Kompressor laufen. Ich kann den Schraubenzieher nehmen, ich kann den hier ins Ohr halten und die Spitze auf den Kompressor, also hier, da tut sich nichts. Ich kann zur Sicherheit hier nochmals die Spannung messen, ob ich hier wirklich Spannung bekomme, also Plus und Minus. Also ich habe dann ausgezogen. Der Kompressor läuft. Selber schuld. Netzgerät hier ausgesteckt. Ich habe hier zu wenig Anschlüsse. Der Kompressor läuft. Er macht ein bisschen Lärm. Aber das Display hier oben läuft immer noch nicht. Wir kriegen, da Ezetil nicht mehr existent ist, keine Ersatzteile mehr. Zweitens, ihr hört den Kompressor, der macht Lärm. Das System würde an sich noch funktionieren, bis ich die Steuerung repariert habe. Kaufe ich vorher eine neue Box. Ich mache hier eine Übersicht im Video, was wir für Boxen haben. Da liegen wir bei 500 Franken, Euro. Und dieser Colco-Kompressor macht auch nur Lärm. Von dem her das Teil entsorgen. Es ist auch innen drin abgewetzt. Innen drin, der Innenraum sieht nicht mehr toll aus. Hier ist also eine Reparatur sehr grenzwertig. Ich kann hier den Kondensator anfassen, ob der hier, ich habe immer drei Leitungen, eine Eingangsleitung, wo ich den Messanschluss habe, oder wie hier ein nacktes Füllrohr, oder die Druckseite, und die müsste jetzt eigentlich warm werden, wird sie aber nicht. Das heißt, hier ist wahrscheinlich der Kompressor defekt. Ich kann den noch laufen lassen, eine halbe Stunde, Stunde. Da wird sich wahrscheinlich an der Innentemperatur nichts ändern. Ja, das waren günstige Boxen. Zuerst mit Dampfhauskompressor, nachher kam ein Chinese rein. Punkt, fertig. Die Leitung wird nicht warm, der Kondensator wird nicht warm. Der müsste jetzt in der kürzester Zeit spürbar warm werden. Also, Kühlsystem vergessen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.